Hey, herzlich willkommen. Mein Name ist Maro und ihr seht hier mein neuestes Let's Play und zwar zu Disneys Aladdin auf Super Nintendo. Ich muss von vornherein sagen, ich habe das Spiel zwar schon mal durchgespielt, aber da war ich 6 oder 7 Jahre alt. Also erwartet nicht zu viel. Ich habe gerade das erste Level angespielt, um die Steuerung ein bisschen rauszubekommen, aber das ist jetzt noch kein Spiel, das war jetzt hier so Vorspulen. Aber, ich habe den Faden verloren. Ach genau, ihr solltet nicht zu viel von mir erwarten, weil ich, wie gesagt, noch nicht gut in diesem Spiel bin. So, da, da. Ach du kleiner Pisser, ey. So, ihr könnt Äpfel werfen auf einer Taste. Dann könnt ihr diese Mannequin hier kurz betäuben. Und ansonsten, wenn ihr auf die drauf springt, tötet ihr die. Und so kleine Gegner wie den hier könnt ihr sogar, wenn ihr die mit dem Apfel abschmeißt, könnt ihr die sogar töten. Das sind echte Penner. Die hasse ich. Die schießen mit Pfeilen. Auch dermaßen kacke, die Viecher. Oh, cool. Hier Cobras. Auch draufhupfen. Oder die Cobras könntet ihr auch zur Not mit einem Apfel töten. Ist ein ganz nettes Spiel eigentlich, so gesehen. Macht Fun. Man muss nicht viel denken. Aber mir fällt es halt noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, spielen und zu kommentieren gleichzeitig. Deswegen hoffe ich, verzeiht ihr mir das. Weiter geht's, Level 2. Ich mach gleich... oh, das ist doch gemein, das Ding hat sich versteckt. So, uno momento. Also wie gesagt, mit der Steuerung komme ich noch nicht zurecht. Richtig gut. Ich mache hier kurz Pause. Und save es. Und dann geht's auch schon weiter. Weil, falls ich sterben sollte, damit ich nicht Level 1 nochmal machen muss oder so. Ach, da ist eh nur der. Ihr seht schon immer, mein Affe begleitet mich immer. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ich muss auch sagen, ich bin kein Aladdin-Experte, aber das Spiel hat mir Fun gemacht. Ist ganz lustig. Geiles Jump'n'Run. So. Bergab. Die Keule macht uns wieder komplett voll. Diese Bogenschützen, ey. Die nerven. Die sind mir voll überlegen. Den könnt ihr auch cool killen. Guck mal. Boink. Ah, so ein Depp. Ach, diese Stelle hasse ich auch. Hier findet ihr ein Level Up. Leben. Level up. Ich spiel zu viel Pokémon. Der ist auch down. Oh, schier runtergeflogen, ey. Puh, nochmal Glück gehabt. Und Level 2 ist auch geschafft. Cool, oder? So. Wie gesagt, ich save hier nochmal kurz. Save Position 1. Oh, ich muss auch wieder ins Spiel gehen. Damit ich nicht immer von neu anfangen müsste, falls ich meine Leben verlieren würde. Das ist einfach nur, um euch das besser zu zeigen. Also, und weil ich schlecht bin, glaube ich. Der ist tot. So, der, auch tot. Boink. Der,
Auch tot, boink. Oh, puh, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Oh, komm, das ist doch unfair. Ich stoppe an dieser Stelle und spiele nochmal dahin. So, ich bin wieder an dieser Stelle. Hab extra, ich stoppe das immer, weil das sonst zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn ich das nochmal spielen müsste. Weil ich eigentlich auch relativ viel in einem Let's Play zeigen, an einem Part zeigen will. Und, ja, oh, hier habe ich, bin ich schon mal gestorben. Ach, scheiße, was mache ich denn? Sorry. Save. Position 1. Ja, das meine ich. Seht ihr das? Fail. Load. Oh, die Maus nervt. Ach, ich muss das anders angehen. Fail. Load. Wieder reinklicken natürlich. Ach. So, ich hab's jetzt rüber geschafft. Es ist eigentlich ganz easy. Ich zeig euch das nochmal. Hier. Ihr müsst euch hier ranhängen. Oder auch nicht. Also ich hab's geschafft, indem ich mich hier rangehängt habe und dann im richtigen Moment losgelassen habe. Und dann kommt ihr hier an diesen Ding hin. Und dann müsst ihr euch rüberschlängeln. Ich probiere das jetzt nochmal. Muss ich ja notgedrungen. Aber diesmal stoppe ich nochmal. Weil ich habe, glaube ich, gerade nochmal 50 Versuche gebraucht, bis ich darüber gekommen bin. Also das ist schon ein bisschen herbe. Boah, und es wird ja immer nerviger. Ey, Alter. Ich bin nicht gemacht für solche Spiele, ey. Boah. Alter. Das geht aber ab hier. Nein. Nein, nein, nein! Ich muss das Level jetzt komplett neu spielen, oder? So, ich bin jetzt wieder hier. Ich werde das gleich safen. Das ist echt kranke Scheiße. Safe. Es sieht, ich bin total der Noob, was solche Spiele angeht. Ja, seht ihr. Vor allem, ja. Load natürlich. What the fuck, ey. Das sind. Und vor allem, was soll denn das? Och. Damn it, ey. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Wusa. Wusa. Ey, die Steuerung ist auch scheiße. Ich werde mir einen neuen Controller für das Spiel zulegen müssen. Yay, ich hab's geschafft. Und bam, das macht wenigstens mal Spaß. Der ist tot. Alter, ich krieg die Krise mit diesem Spiel. Ah ja, komm schon. Ach, da unten lag aber die Keule. Ach, was soll denn das? So. Alter. Ja, Level 3 geschafft. War ein Kinderspiel, haha. saumäßig schwer. Also ich denke mal, ihr werdet auch mehrere Anläufe brauchen. Aber jetzt ist, glaube ich, das schon das Level vom ersten Endboss. Jawohl. Geh bloß weg. Ich hasse diese blöden Stricher. Still. Still. So. Und hier werde ich auch nochmal ein Save machen. Ja, weil hier ist nämlich schon der erste Endboss, der Böse. Ich weiß ganz genau, wie man den tötet
Und zwar immer, wenn er zuschlägt, ruft auf ihn drauf. Danach macht er so eine Special-Attacke. Und jetzt warten, bis er zuschlägt. Und wieder auf ihn drauf rufen. Und dann schnell weg hier. Schnell, schnell weg. So. Dann ihn wieder locken. Hier, komm, 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 komm. Warten, bis er zuschlägt. Warten, bis er zuschlägt. Und auf... Oh, scheiße. Auf ihn drauf. Dreimal schon sind wir auf ihn drauf. Ich weiß nicht, wie oft wir auf ihn drauf müssen. Warten, bis er zuschlägt. Warten, bis er zuschlägt. Komm, schlag zu, schlag zu. Jetzt und auf ihn drauf. Jawohl. Viermal müsst ihr ihn treffen und dann ist er down. Eigentlich relativ leicht. Ja. Und das war's. Dann müsst ihr... Und dann wird Jasmin euch küssen. Oh, Anadin, du hast mich gerettet. Oh, gehen wir zusammen in den Sonnenuntergang. Ja, gut, ich verabschiede mich dann schon mal vom ersten Part meines Let's Plays zu Aladdin. Merkt euch dieses Passwort, da werden wir nämlich das nächste Mal weitermachen. Dann kommen wir nämlich in die nächste Stage. Weil hier steht ja Stage Clear One. Stage One Clear, sorry. Mein Englisch ist nicht so gut. Also, ich freue mich, wenn ihr mir weiter zuguckt und viel Spaß bei den nächsten Parts.